Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Oddworld. Wir kommen hier leider gerade irgendwie nicht so richtig weiter, aber ist denn mit dieser Kante nur los? War bei der letzten Folge schon. Ich habe gerade hier in den Einstellungen gelesen, dass wir als Ziel haben, überquere erneut das Tal. Jetzt ist die Frage, ist damit gemeint, dass wir hier diese Gondel nehmen? Ist das als Überquere gemeint? Wahrscheinlich schon, ne? Ich dachte erst, müssen wir nochmal irgendwo zurück. Das Einzige, was mir jetzt wirklich einfällt, ist nochmal die Mine zu betreten. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Aber ich habe hier halt nirgendwo Fettulein gesehen. Hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen nochmal hier durch die Mine. Es bleibt leider nichts anderes übrig. Ich schleiche jetzt nochmal kurz hier rüber. Hatte vielleicht die Hoffnung, dass Fettulein dort in der Ecke liegt, versteckt. Aber es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum wir die Dinger hier zumachen können. Weil für die Mudokunstretten haben wir das nicht gebraucht. Irgendwas muss ich übersehen. Gleich auch nochmal hier komplett rüber. Aber auch hier liegt nichts weiter in der Ecke. Komisch. Aber auch hier lag ja nirgendwo was rum. Und da oben geht's nicht weiter, hier drüben geht's nicht weiter. Aber hier ist noch was. Wie kommen wir denn da hin? Ah, okay, alles klar. Wir haben es gefunden. Na, ein Glück. Ich hatte schon Angst, dass wir die ganze Folge hier wie bekloppt die ganze Map wieder zurücklaufen und nichts finden und ja. Na gut. Dann wissen wir doch doch. Dann wissen wir doch doch, genau, wie es weitergeht. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen hier. Ist aber auch ein bisschen schwer zu entdecken. Und hier oben haben wir es. Lass mich nochmal kurz schauen, ob er hier... Ist ja nichts weiter. Ich glaube nicht, dass wir da lang sollen. Dann wieder Kommando zurück. Bitte diesmal ohne die Hunde aufzuwecken. Und dann haben wir es und können weiterreisen. Sehr schön. War letzte Folge auf jeden Fall ganz schön ärgerlich hier mit den Hunden. Dass wir hier so viel Zeit vertrödelt haben, aber es ist manchmal halt auch wirklich sehr schwer rauszukriegen, was man machen kann und was nicht. Vielleicht liegt es auch irgendwie daran, wenn man näher dran ist, dass die Hunde es dann eher hören. Ich habe keine Ahnung. So, einmal Fettulein hier rein. Das Silbervereck macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Wir müssen... Ach, ich Vollidiot. Falsche Taste, Entschuldigung. Können wir jetzt schon? Können wir jetzt schon? Wir können schon. Nein, nimm den, nimm den, nimm den. Schnell schießen, schießen. Nein. Nein. Ey, warum hat denn der einen Raketenwerfer? Ja, das kann ja witzig werden. Ich meine, ich habe ja wirklich aber direkt gechartet, sobald es ging. Jetzt klappt es besser. Nein, geh weg mit der Rakete. Wir müssen alle erwischen. Shit, 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 shit. Wir müssen erneut. Nein, ich glaube, jetzt sterben wir. Wir sterben, wir sterben, wir sterben. Ja, wir sterben. Oh, da war aber gerade mal gute Action. Okay, es wird tatsächlich schwieriger. Mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen. Ah, okay. Wenn wir uns ganz an die Ecke stellen, klappt es auch so. Wir müssen halt ein bisschen hier in Deckung gehen. Vielleicht nochmal nachladen lassen. Ah ne, das ist eine Minigun. Die schießt dauerhaft. War hier noch einer? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann machen wir doch auch gleich die. Okay, cool. Wusste ich nicht. Wir stehen ja eigentlich sehr nah an dem Ding dran, aber... Ach so, es wird gelb, wenn wir außer Reichweite sind. Richtig?
Ah, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Habe ich vergessen, das Fettolein reinzupacken? Achso, deswegen ist er auch nicht losgefahren. Drum haben wir das gerade überhaupt geschafft. So kann ein Fehler auch manchmal zum Vorteil werden. Da unten ist irgendwas Stromtechnisches, Lasertechnisches, was auch immer. Es kommt also was Neues dazu. Das Teil da hinten macht mir schon wieder Angst. Aber wir kommen weiter durch das Sorgental. Und ich riskiere es, ich springe. Uhu, so. Alter, nein. Uiuiuiui. Erstmal den Checkpoint sichern. Ich möchte das nicht nochmal machen. Ich glaube, die haben nicht so Bock auf uns. Ich würde halt ganz gerne noch hier runter. Jetzt ist die Frage, müssten wir so eine Rakete auf hier unten lenken? Ist das der Plan? Die kommt. Nee, die kam nicht. Jetzt aber. Nee, aber selbst mit Rakete stellt sich das nicht aus. Chant wird ja wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Nee. Dann wüsste ich gerade ehrlich gesagt nicht, was wir tun sollen. Denn die Rakete hat nicht ganz perfekt getroffen, aber das kriege ich auch nicht hin, ohne zu sterben. Dass ich da noch näher rangehe und dann noch später erst wieder hochspringe. Aber ich denke mal, das soll schon der Weg sein. Naja, wir haben ja einen Checkpoint, ne? Ui. Kommen sie aber schnell. Ja, sage ich doch. Was war da unten noch? Irgendwas Leuchtendes? Aber ich wüsste wirklich nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wir können ja mal hier stehen bleiben. Ui. Ich glaube, wir sterben gleich nochmal. Aber ich möchte es... Ja, wir werden... Ach, wir sterben sogar direkt. Ich dachte, wir kriegen wenigstens nur ein bisschen Schaden. Gut, wir lassen das beiseite. Vielleicht können wir es ja hier... Scheiße. Wow. Wollte gerade sagen, vielleicht können wir es ja später irgendwie ausschalten. Hilfe. Ne, das ist auch nicht der Weg. Also müssen wir die Dinger hier hinlenken. Die das kaputt schießen. Passiert irgendwie auch nicht. Wir haben aber auch eine Präzision, ne? Nö, wir müssen hier unten lang. Mist. Ach so, ja, nee, hier kommen wir ja noch eine Etage tiefer. Entschuldigung, war Denkfehler jetzt von mir. Was hätte ich machen sollen? Vielleicht lag es daran, dass wir gerade schon relativ viel Schaden abgekriegt haben. Ich hoffe einfach mal sehr, dass es das ist. Das, man kann es halt auch echt schwer einschätzen, wo die Dinger landen, ne? Nein! Das Spiel ist gerade absolut nicht auf meiner Seite, aber ihr seht selber, also so doof stelle ich mich auch nicht an. Hoffe ich zumindest. So, die machen das alles kaputt. Ja, jetzt bin ich wieder fast direkt rein. So, eins weiter. Weiß nicht, was jetzt hier gerade explodiert ist so heftig. Ich renne jetzt hier einfach durch, bis wir erstmal in Deckung sind. Sehr gut. Darf ich jetzt wieder zurück? Ja. Ich glaube, er verpieselt sich. Ah, wir hätten jetzt hier wahrscheinlich die Raketen drauflenken müssen. Jetzt haben wir zwei Gelee Royale übersehen. Also nicht übersehen, aber nicht geholt. Ja, okay. Dann ist es so. Ist ärgerlich. Aber ich möchte jetzt auch nicht 20 Mal sterben, nur um hier irgend so einen Countdown oder irgendeine Trophäe zu jagen. Sagen wir es mal so. Was haben wir hier? A Classic... Was? Keyfresher. Be wise, know your basics. Tough path lies ahead. Learn how here and now. Only fools dive in. Glaube ich zumindest. So. Nicht wieder die Laser. Ich möchte keine Laser. Ein kleiner Tipp vom Spieler, Mann. Ich stand eine Sekunde da. Was soll ich denn machen? Och, was ist denn gerade los mit dem Spiel? Wenn das so weitergeht, dann...
wird das ganz schön auf Frust. An den Lasern komme ich nicht vorbei. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist hier hochzuspringen. Jetzt haben wir sie nicht aktiviert, ne? Komisch. Wir machen jetzt erstmal hier weiter und schauen mal, wie wir dann da unten durchkommen, ohne zu sterben. Hier ist irgendwas Bewegungserkennungstechnisches. Kommen wir da hoch? Nö. Was passiert, wenn wir hier reinlaufen? Dann werden... kommen Slicks raus, okay. Kann ich das Ding abschießen hier? Abschießen nicht. Das Ding kriegen wir aber auch nicht kaputt. Ich hoffe mal, dass wir so weit chanten können. Komm her. Jawohl, jetzt wird er gegrillt. Mal gucken, wie lang es noch geht. Ah! Die Laser werden wir ja nicht wegfeuern können. Das macht keinen Sinn. Nicht wirklich. Was ist denn mit denen hier unten? Ich weiß noch nicht, wie wir zu denen kommen. Ich glaube, wir müssen hier oben irgendwo einen Schalter umlegen. Wir können gerade echt weit mit dem hier lang rauschen. Ah. Ah, Mist. Ja, war ein bisschen doof. Aber es kommt direkt der nächste. Das macht wieder sehr viel Laune. So, an dem vorbei. Dann haben wir jetzt eigentlich immer den besten Zeitpunkt, um durchzugehen. Also warten wir den Zeitpunkt auch wieder ab. So. Weiß nicht, können wir das... können das nicht anfeuern. Ich glaube, jetzt durch, ne? Ja. Er hat kein... der hat keine Munition mehr? Was ist denn jetzt? Ne, wir sind zu nah dran, ne? Ja, okay. Und er wird gegrillt. So, wir können aber mit ihm selber den Hebel hier... doch, wir können ihn aktivieren. Und dann kommen wir wieder hier unten raus. Ja, aber jetzt so nicht gedacht. Mist, der Hebel hat die Tür hier gar nicht aufgemacht. Ich dachte, das war Sinn und Zweck des Hebels. Ach, jetzt müssen wir doch nochmal komplett wieder durch, ne? Shit. Entschuldigung. Ach so, es hat die Dinger aus... ach man. Wie viel Pech kann man denn haben? Es hat die Dinger ausgeschalten. Das heißt, wir kommen da einfacher durch, wenn jetzt nicht noch überall diese doofen Minen wären. Die Mine jetzt weg, ja. So, ihr seid auch ausgeschalten, sehr gut. Dann warten wir mal, bis wir hier durchkommen. Das passt. Das passt. Nächster Hebel. Haben die denn jetzt mittlerweile? Haben die Sturmgewehre? Kann ich hier durchfeuern? Nee, ne? Nee. Dann machen wir uns erstmal die Tür auf. Jetzt kriegt er hier seine Portion. Dann kriegt er noch seine Portion. Und dann müssen wir ihn noch erwischen. Bei dem könnte es schwierig werden. Nee, haut hin. Aber hier sind auch wieder so eine Dinger und ich bin mir nicht ganz sicher. Der hier... ja, die kommen unendlich nach. Dann lassen wir uns mal abschießen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, sich aufzulösen und mit Abe weiterzumachen. Ist halt nur die Frage, was sollen wir jetzt anstellen?
Ah ne, jetzt steht 0 da. Oft befinden sich hieran mehr als eins liegt, vermeide, dass ein Alarm ausgelöst wird. Dann gerade wie ein Alarm. Haben wir ja gut vermieden. Ja. Die würden ja hier nicht aus Spaß stehen, sondern die stehen ja wahrscheinlich da, weil wir irgendwas mit denen machen müssen. Aber wenn sie essentiell wichtig wären, um weiterzukommen, würde keine Zahl dran stehen, sondern die wären unendlich. Das ist halt die Frage. Hier ist es nicht wirklich gedacht zum Weitergehen. Aber ich sehe auch hier keinen weiteren Weg. Hm. Irgendwas übersehen wir schon wieder. Können uns nochmal hier von einholen. Aber es ging ja weder hier weiter. Nee, das war ja der ganze Weg, den wir gegangen sind, um hier runterzukommen. Die Frage ist, müssen wir irgendwie hier oben weiter lang? Ja, warum bewegen die sich denn jetzt wieder? Auch nicht wirklich. Nein, ich wollte gar nicht explodieren. Ich werde das Holz dort nicht abfackeln können. Ich probiere das nochmal eben, ob das vielleicht doch irgendwie ein Durchgang ist, aber ich bezweifle das ganz stark. Nee. Es brennt zwar kurz, aber oder? Nee, sieht mir nicht danach aus. Ja, gut, okay. Komisch. Aber was wollen wir machen? Es gab halt auch nichts. Es gab weder ein Item noch irgendwas. Es gibt mir gerade irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier definitiv was übersehen haben. Aber naja. Sonst wäre ja das ganze Areal komplett sinnlos gewesen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sind wir hierher gekommen? Nee, wir sind ja drüben über die Dinger gesprungen. Also muss es hier unten auch noch was geben. Und es ging ja noch die andere Seite lang. Mit den Lasern. Das ist die Frage, ist das hier nur ein Geheimareal? Doch, wir sind hier lang gekommen. Richtig? Irgendwie sieht es alles so anders aus. Aber wir sind doch hier mit der Gondel gefahren, ne? Ja, genau. Nee, Entschuldigung. Musste ich mir mal kurz wieder in Erinnerung rufen. Sah jetzt irgendwie so von oben so ganz anders aus. Ich weiß auch nicht. Nein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist schneller, oder? Glaub schon. Gut, also, hier geht's nicht weiter. Das heißt, der letzte Weg, den wir noch gehen können, wäre einmal oben lang bei den Lasern. Ach ja, hier steht ja sogar das Schild. Hätte ich einfach mal das Schild gelesen, hätte ich mich erinnert. Oh, oh, ein Mudokun-Gefängnis. Ach, jetzt verstehe ich's erst. Wir haben die ganzen Viecher da hinten ausgeschalten, die uns hier abgeballert haben. Sorry. Es ist manchmal aber auch schwer zu kapieren, dass das Areal genau hinter dem jetzt hier war. So viel, wie man hier um die Ecken und so läuft. Könnten wir? Wir lassen's. Na. Ich hoffe, wir können den mal wieder fesseln, ohne dass er uns überfällt. Erst stehlen. Wir können die nicht mehr fesseln, ne? Weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil wir kein Klebeband mehr hatten. Das könnte es sein. So, ich befreie euch alle. Wow, da gibt es ja eine ganze Menge Mudokuns. Aber da müssen wir hier an der Stelle jetzt leider erstmal wieder einen Folgenschluss machen. Wir sind letzte und diese Folge wirklich nicht groß vorangekommen. Weil ich für alles doppelt und dreifach so lange brauche wie sonst. Aber ihr merkt selber, es wird ein bisschen schwieriger. Klar stelle ich mich auch manchmal ein bisschen doof an, aber glaubt mir, wenn ihr spielt und dabei noch Let's Played, also noch quatscht und euch Gedanken macht und so, ist das immer noch mal was anderes, als wenn man einfach mit
ja, ohne alles vorm Rechner sitzt und über alles sich nochmal dreifach Gedanken macht, was man gerade tun könnte. Naja, morgen 19 Uhr, morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.